Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und wir wollen heute der Frage mal hintergehen, lohnt sich der Pass auch, wenn man ihn voll spielt? Also auch diesen Billigpass, den Silberpass, wenn man also kein Geld ausgibt. Und ich bin hier auf dem Donnerbengel. Ja, ich weiß, wir waren gestern schon bei den Best Clashern, ist, glaube ich, aber nicht ganz so schlimm, dass ich euch auch etwas von hier aus zeige. Also ist mal ein bisschen Ego-Angriff von mir einmal hier mit der Spam-Truppe hier. Und ich habe hier wirklich, im ersten habe ich ein bisschen geschwächelt, ein Stern mit Hoggies, Hogs falsch gesetzt und schon ist ein Angriff dahin. Aber hier mit der Spam-Technik bin ich recht weit gekommen, muss ich sagen. Bin ich wirklich weit gekommen und ihr könnt euch das gerne einmal anschauen, wie knapp das am Ende war. Es war wirklich, wirklich ultra knapp. Ich habe hier gesessen und habe geschwitzt. Ja, habe ich. Aber sicherlich nicht bei dem Angriff, sondern eher vom Wetter. Und aber richtig cooles Ding. Und ich musste hier auch mit dem Donnerbengel, musste ich den Pass noch zu Ende spielen. Also auf die 2600 Punkte. Denn es gibt hier ja ein Heldenbuch. Und das Heldenbuch am Ende, entweder braucht man es oder man braucht es nicht. Aber es gibt immerhin 50 Gems am Ende. Also die Leute, die sich das Heldenbuch dann nicht gönnen, für die 50 Gems hier, weil sie den Pass nicht fertig spielen. Wie gesagt, entweder brauchst du es nicht, du schaffst es nicht. Kannst es nicht einsetzen, keine Ahnung, Leute, spielt den Pass zu Ende. Wenn ihr die Folge ja seht, ist der neue Pass schon im vollen Gange. Und aber mit den Accounts hier gönne ich mir den nach wie vor nicht. Ich meine, ich mache, glaube ich, die Vorteile immer voll. Aber ihr seht jetzt mal dieses Ende hier. Und so ein Bombenturm, der kann ganz schön fiese sein, ne? Mann, habe ich gedacht, na, lass den scheiß Bombenturm weg, mach erstmal den Tesla. Gerade so geschafft und ihr seht das, aber der schmeißt die ganze Zeit auf meine Hexen. Mann. Also 3 Sterne hier mal von mir und die Best Clasher sind nach wie vor auf einem guten Wege hier. Wir haben nämlich 44-33 gewonnen hier. War schon kein unwichtiger Stern, denke ich mal, aber ihr seht das, das war jetzt schon 44 von 45 zu erreichenden Sternen und zählte nur einer da. Richtig krasses Teil. Aber wir gehen mal auf den Pass rein. Und ihr seht, ich habe mir hier alle 16 oder ich habe jetzt immer noch ein paar Belohnungen abzuholen hier mit diesem Account hier, 2740. Ich kann mir das Buch am Ende gar nicht holen, denn ich habe im Moment noch ein... ich hatte kein Heldenbuch. Ich habe das Heldenbuch schon genommen gehabt. Okay, ich kann mir das Heldenbuch nehmen. Ich hatte das schon genommen gehabt. Aber ihr seht, ich kann mir hier etliche Sachen noch nicht abholen. Und ich hoffe, ihr habt es nicht versäumt, euch die Sachen hier abzuholen. Elex geht jetzt gerade nicht. Okay, Bauarbeitertrank. Ich hätte jetzt einen nehmen können. Aber wofür? Das ist auch immer die Frage. Uhrenturm kann ich auch nicht gebrauchen. Ich spiele hier ganz, ganz wenig Nachtdorf. Dunkles nehmen wir mal mit. Das Dunkle nehmen wir auch mit hier. Ressourcentrank. Oh, ich habe mal einen genommen. Okay. Kann ich also einsammeln. Elex geht nicht. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Trainingstrank brauche ich nicht mehr, den hole ich mir ab. Alter Falter, hier gibt es richtig. Also es gibt auch, finde ich, im Silberpass richtig gute Rewards. Und die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. 3 Stück kann ich mir jetzt noch abholen. Und ihr seht das hier, 191.000 habe ich jetzt vor allen Dingen hier drin. Das, was ich eigentlich hier hatte, ist, ich habe kein Buch, aber ich habe jetzt schon wieder Bücher für 500 gekauft. Also das scheint mir ein bisschen gefixt zu sein. Und ich bin immer überlegen, King oder Queen? Die Queen kann ich mir immer mit dem Heldenbuch auf 40 ballern, den King noch nicht. Ja, ich bin mir wirklich nicht sicher, was ich machen soll. Ich glaube, ich mache den King. Ich glaube, ich mache den Dicken, obwohl eine 40er Queen auch cool ist. Ne? Ah, eine 40er Queen ist auch cool. Ah. Na komm, 6 Tage, Liga fängt an, Leute. Also hauen wir uns die Königin hier rein auf Level 37. Wir haben jetzt 8. Oh, wir haben ganz, ganz viel Elex. Okay, ganz, ganz viel Elex. Das brauche ich aber auch morgen, denn morgen läuft das Labor hier aus. Ein Tag, 11 Stunden. Ah, nee, das ist fast anderthalb Tage. Da geht sicherlich ein bisschen was. Ich muss hier immer bei diesen Dörfern hier immer ein bisschen gucken, was ich so ein bisschen machen kann. Und dann gehen vielleicht so 1, 2 Mauern. Ich habe hier auch Clanspiel bzw. CK ja mitgespielt. Also hier ist auch noch gut was drin. Deswegen kann ich mit dem Account ruhig mal ein paar Mauern machen. Mit dem Alex, glaube ich, habe ich schon ein paar gemacht. Und ich denke aber mal, so passt das. Aber ich kann jetzt ein defensives Gebäude machen. Das ist auch echt cool. Ich mache immer meistens das teuerste, denn das läuft auch fast am längsten. Es ist nicht das Rathaus mit 7 Mille.
Suchende Luftmine 4, Kanone 4, Magerturm. So ein Magerturm hier. Ich glaube, die Magertürme, die machen wir mal ein bisschen weiter. Also 4 Mille hier reingehauen. Und ich muss nach wie vor sagen, der Pass ist echt mal gut. So, jetzt können wir das auch einholen. Dann können wir gleich nochmal ein paar Mauern machen. Ja, ein paar Mauern machen ist gut, Toto. Mann, jetzt kriege ich den Pass nicht abgeholt. Ich hoffe, ihr bekommt das ein bisschen besser hin, als ich es gerade hinbekomme. Denn, dann habe ich hier nochmal zwei Sachen nochmal abzuholen. Aber ich finde, der Silberpass lohnt sich trotzdem durchzuspielen. Denn, die Vorteile hier, ich bekomme morgen dann auch, beziehungsweise ihr habt es ja auch schon bekommen, 5 Millionen nochmal von beiden hier. Also ein bisschen aktiv bin ich ja mit diesen Accounts auch. So ist es ja nicht. Aber welches kann ich mir denn jetzt immer noch nicht abholen? Aber warte mal, irgendeiner hatte mir geschrieben, Toto, du kannst hier gucken. Bei Belohnung, Liste, eingefordert, nicht eingefordert. Was habe ich noch nicht eingefordert? Oh, das habe ich noch nicht eingefordert. Ah ne, die Ressourcen, magische Gegenstände. Ach, das ist das alles, was ich nicht kriege hier. Okay. Aber warum steht hier immer noch eine 1? 1, 1, 1. Ah, da. Ah, nochmal beim Elex, alles klar. Jetzt ist hier eine 0. Also holt euch wirklich, ihr dürft das nicht versäumen. Ich meine, 10 Stunden, wenn ihr es seht, ist eh vorbei. Wie soll man sagen, ist eh vorbei? Nein, ist es nicht vorbei, sondern ihr solltet vielleicht nächstes Mal dran denken, dass ihr euch alles abholt. Mir wäre es nämlich fast schon mal passiert, dass ich mir den Pass nicht abgeholt habe, auch wenn es der Freepass ist. Es lohnt sich. Was sich aber auch lohnt, ist diese Base hier. Ich bin aktuell immer noch im Event mit den Hexen. Oh, ich muss mal gucken. Ich bin jetzt ein bisschen spät von der Aufnahme her. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm für euch. Und die nehmen wir mal so mit rein. Ich nehme hier eher selten meine Karre, muss ich sagen. Und wir können hier ja schon recht weit springen. Die gehen jetzt durch die erste Mauer da durch. Da auf der Ecke. Oh, das habe ich heute schon mal gehabt. Das ist wie so ein kleines Déjà-vu hier. Das hatte ich heute schon mal. Da sind sie durch. Okay, da sind sie durch. Alles klar. Dann können wir die auch reinspringen lassen. Nochmal ein bisschen heilen. Ah, sieht ganz gut aus. Das sieht ganz schick aus. Und hier heilen wir die mal so ein bisschen in der Mitte. Dann haben wir... Oh, ich glaube, da lohnt sich der Wut nicht wirklich. Aber vielleicht dort bei der Queen. Wo ist denn mein King hier? Ah, der King ist vor der Queen. Alles klar, der King war hier vor der Queen hier nochmal. Ach schade, ich hätte die Heiler mit erwischen müssen, ne? Na, ärgerlich. Ich hätte da wirklich die Heiler mit erwischen müssen, aber wir haben das Rathaus, wir haben hier den zweiten Stern. Das ist auch gut. Oh, passt so. Ich habe es vorgezogen übrigens nicht am Sonntagabend zu streamen, weil ich extrem spät da war und deswegen habe ich gedacht, spielst du hier die ganzen Pässe durch, beziehungsweise du spielst die Events hier mit allen Accounts durch. Ich glaube, das war ein bisschen... Ah, für mich jetzt ein bisschen effektiver. Klar hätte ich gerne gestreamt. Nur wenn du so spät nach Hause kommst, wie ich es jetzt war, dann lohnt es sich auch nicht mehr wirklich. Ne? Aber hier oben ist ganz in Ordnung und ihr werdet mich ja diese Woche sicherlich noch das ein oder andere Mal sehen. Also da geht euch nichts verloren. Auch schönes Ding, hätte ich gar nicht gedacht, deswegen Dreier. Perfekt. Schönes Teil hier, 4-7. Also wir sind auch gleich wieder dabei. Können jetzt aber im Moment nichts upgraden oder updaten. Jo. So, einmal das hier. Ja, es sollte eigentlich auch nur eine kurze Folge sein, um euch daran zu erinnern, dass ihr euch hoffentlich den Pass nicht zu spät abholt. Nicht, dass, wie gesagt, mir ist das schon mal passiert, also beim Pass noch nicht. Aber ich glaube, hier bei den Clan-Spielen, die ja im Moment nicht sind, da ist mir das schon mal passiert, dass wir, beziehungsweise, dass ich mir das vergessen habe abzuholen. Naja, warum sage ich das eigentlich? Ihr habt jetzt kein Déjà-vu. Ich bin nach wie vor auf einem Rathaus 10 Account, aber ich muss hier noch ohne Helden angreifen. Das ist gar nicht mal so einfach, Leute. Hier sowas mit so einer Truppe hier gebacken zu kriegen. Und eben habe ich schon wieder verkackt. Da habe ich dann leider doch meine Helden einmal gesetzt. Ah, das war natürlich sehr ärgerlich. Clanbook darf man setzen, okay. Warum ich da jetzt gerade Loonskin habe, das weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Hier können wir reinspringen. Ein Gift. Oh, hier Doppelgift. Leute, Doppelgift. Doppelgift hier auf den Pekka. Und habe ich genug Truppen? Oh, da gehen jetzt noch ein paar Truppen rein. Das ist cool. Hier gehen jetzt noch so ein paar Truppen rein. Ich muss das Rathaus bekommen. Und wir müssen hier
die Sterne vor allen Dingen reingekommen. Also mit dem Account habe ich so ein bisschen verpeilt hier. Muss ich mal ganz klar so sagen. Oh, der Fries, der hält noch nicht so lange. Mal sehen, ob die das Rathaus packen. Oh, die haben aber in jedem Fall den Inferno gepackt. Auf der Long Range hier von der mit den Bowlern. Und der Zauber durfte ich, glaube ich, setzen. Es gibt ja auch ein Spiel, setze keine Zauber. Es gibt aber auch ein Spiel, setze keine Helden. Ich habe jetzt mal keine Helden gesetzt und mache ein paar Sterne. Das ist nämlich der Alex-Account. Ich habe hier gerade gewechselt. Der muss noch ein bisschen was tun. Habe ich versäumt. Habe ich echt versäumt. Ich muss auch hier den Umsonstpass, also den Silberpass, echt durchspielen. Sonst geht mir irgendwas flöten. Oh, das Mikro war ein bisschen hoch. Ah, ist nicht so schlimm. Sonst geht mir hier so ein bisschen was flöten. Und man ist ja immer gewillt, muss ich sagen, so ein bisschen doch die Helden mal zu setzen. Ne? So für den letzten Prozent oder die letzten Bohrer. Hat ja aber gereicht. Hat ja aber gereicht. Ich gebe hier mal auf. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch ein bisschen was auf dem Zähler. Ich muss auch noch ein bisschen was machen für den Pass. Hab jetzt aber, okay, das war die Herausforderung. 2,5. Ich muss noch 100 Punkte packen. 100 Punkte. Ich könnte jetzt ein paar Mauern machen, reicht leider nicht. Ich kann auch nicht bis morgen warten. Deswegen mache ich das Ding hier, glaube ich, jetzt zu Ende. Und dann schaffen wir in jedem Fall auch hier, glaube ich, diesen Pass. Also denkt dran, spielt den Pass so wie ich. Immer schön zu Ende, damit ihr am Ende die Rewards bekommt. Die sammle ich jetzt gleich beim Alex auch alle ein. Je nachdem, es werden ein paar Gems sein, es wird was zu bauen sein. Also auch der Silberpass hier, finde ich, hat einen Daumen nach oben verdient. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen und hat auch einen Daumen nach oben verdient. Wenn dem so ist, dann lasst mir am Ende einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke stellen, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Bis dahin würde ich sagen, euer Toto. Flasht.